Hallo Leute, 13. Juni 19. Gasblalken. Unerfüllbaren Erwartungen nicht einfach loslassen. Da mal. Das war mal falsch. Achte genau auf meine Betonung. Emmett, dreh mir nicht den Rücken zu. Ach. Also gut, was müssen wir da jetzt genau machen? Auf den Emmets Worte, wenn er mit seinem Vater streitet. Okay. Emmets Anweisung müssen in der gegebenen Reihenfolge befolgt werden. Schnell, benutze den Blasebalg. Was sind ein Haufen Anwälte in einem brennenden Gebäude? Ein guter Anfang. Wo ist der Blaschersblaseberg? Scheiße. Jetzt da ist es, was der Blaseberg ist. Ah, da ist er! Ja. Was hast du getan? Emmett, mit wem redest du da? Was ich nicht bin. Noch einmal. Beeil dich, dass wir am Druck dort zu lassen. Beeil dich, dreh das Ventil. Beeil dich, dreh das Ventil, um Druck abzulassen. Ah, super, Alter. Gas ablassen. Das ist keine Nacht. Okay. Geh jetzt im Aquarium, bevor es zu spät ist. Und für den Geist, Paps. Das ist Haferschleim. Geh jetzt, bevor es zu spät ist. Okay. Kurbel den Generator an, wo ist der Vielleicht Generator wieder? Wo ist der Generator? Achte! Okay, ja. Sehr gut, jetzt das Ventil da drehen. Sehr gut, wir haben schon ein Viertel geschafft. Emmett, komm wieder her! Ach, scheiße, ich hab Kugel den Generator an. Es mag dich schockieren, aber nicht jeden Anfall werden. Okay. Was wollen Sie jetzt? Beeil dich, dreh das Ventil, um Druck abzulassen. Das Ventil! Irgendwo am Mund. Ah, scheiße, das war der Blasebalken. Scheiße. Der Blasebalken. Ja. Pass einfach auf, was ich sage. Emmett, ich bin noch nicht fertig mit dir. Was wollen Sie? Beide, ich das Ventil zum Abzulassen, ja. Da brennt ein Feuer in mir, das nicht von deinem juristischen Geschwafel gelöscht werden kann. Ja, das Ventil. Das Ventil, ja. Ich dachte, du bist ein Wissenschaftler. Emmett! Was habe ich jetzt gemacht? Schnell, benutze den Blasebalken. Was kann ich dafür, dass der Funke einfach nicht überspringt? Nichts anfassen, bevor ich es sage. Emmett! Sie müssen mir jetzt machen, Kupplungen an der Tarn. Drängst mich zu etwas, das ich nicht bin. Naja, schaut mir schon ganz gut aus, vorsichtig. Achte genau auf meine Betonung. Emmett! Ja, ist schon gut. Bald, ich dreh das wieder zum Druck auf. Ich weiß nicht, was dich innerlich auffrisst, Vater, aber es wird Zeit für eine Diät.
Was hast du getan? Emmet! Oh, wir müssen aufpassen, was er sagt. Scheiße, wieder. Jetzt mal gucken, was so spät ist. Warum gehst du nicht die Enten füttern, Vater? Bitte, ich lehne mich mal nicht so auf hoch. Das mag dich schockieren, Papa. Aber nicht jeder will Anwalt werden. Man muss das nämlich im richtigen Moment machen. Wieso kannst du deine unerfüllbaren Erwartungen nicht einfach loslassen? Jetzt kühl dich mal wieder ab, Paps. Oder war das nicht zu spät? Blasenblock. Anwälte sind nichts anderes als aufgeblasene Säcke. Scheiße. Es ist zu spät. Das muss er nämlich im richtigen Moment machen, wenn er das sagt. Ah, die Hälfte ist geschafft! Mach weiter so! Scheiße, Alter. Was müssen wir machen? Beide ich das Ventil am Druck abzulassen. Hast du nicht ein Ablassventil? Irgendwo am Mund? Die von Braun sind Diener der Gerechtigkeit. Kurbel den Generator an. Seit der göttliche Funke die Menschheit erhellte. Scheiße, das war zu früh. Pass einfach auf, was ich sage. Ach, das war zu früh. Das war zu früh. Weißt du, wer das Feuer erfunden hat, Paps? Ich. Auch nicht. Aber es war garantiert kein Anwalt. Weißt du, wer das Feuer erfunden hat, Paps? Ich auch nicht. Du hast keine Aber es war garantiert kein Anwalt. Bei welchem Druck ich stehe. Man muss nämlich genau warten, bis er fertig ist. Anwälte sind nichts als heiße Luft. So, ich hab's gesagt. Anwälte sind nichts als heiße Luft. So, ich hab's gesagt. Jura? Was bringt Jura einem Mikroorganismus? Was ist nötig, um dir Feuer unter deinem undankbaren... Das ist vergessen, Mann. ...Hinterteil zu machen. Je hitziger du wirst, desto genauer weiß ich, dass ich recht habe. Was geben sie dir in der Schule zu essen? Du siehst aus wie ein Skelett. Siehst du nicht, wie mich das innerlich auffrisst? Versuchst du mir etwa... ...die Worte im Mund umzudrehen? Versuchst du mir etwa die Worte im Mund umzudrehen? Fast geschafft? Emmet! Ich komme, Vater! Kann jetzt einfach, Leute. Jetzt mal, bevor es zu spät ist. Warum überschüttest du mich immer mit Herablassung? Okay. Ich bin keiner von deinen Leuten. Das kann jetzt einfach, Leute. Jura mag dein... ...eine brennende Leidenschaft sein. Aber meine ist es nicht. Siehst du nicht, wie mich das innerlich auffrisst? Siehst du nicht, wie mich das innerlich auffrisst? Ohne Wissenschaftler würden Menschen wie ihr die Zukunft immer noch aus Ziegenmägen und Schafsblasen lesen. Wieso musst du mir immer den Marsch blasen? Wie oft muss ich mich beweisen, bevor ich deine anmaßende Kritik endlich abschütteln kann? Wie oft muss ich mich beweisen, bevor ich deine anmaßende Kurbel. Kritik endlich darf ich auf meine Runde reden? Wo ist die Kurbel? Das mal wieder ein Monolog. Was sind Was sind ein Haufen Anwälte in einem brennenden Gebäude? Ein guter Jura? Was bringt Jura einem Mikroorganismus? Du hast... Oh, das ist... Keine Ahnung, unter welchem Druck ich stehe.
Jetzt glaube ich, haben wir's. Ich fürchte, wir müssen das später klären, Paps. Meine Suppe kocht gleich über. Was? Alles okay? Das klang... Diese Diskussion hätten wir schon vor langer Zeit führen sollen. Wir... Fuck off. Oh. Oh. Was? Heureka! Wir müssen nur noch diesen guten alten Raketenbohrer auftanken und dann können und wir... Und ich nehm's und dann los. Aber wollen Sie es nicht erst testen? Keine Zeit. Der letzte Zug nach Washington fährt gleich ab. Oh, richtig. Sie müssen dieses Baby zum Patentamt bringen. Ja, klar. Und der Wüste. Sag mir, Sunny, wann wird sich das Patentamt melden? In einer Woche. In 3 Tagen. Oh, in ungefähr, ich schätze. Ich kann das nicht. Hä? Emmett, ich bin nicht vom Patentamt. Ich verstehe nicht. Ich habe dich angelogen. Scheiße, jetzt sagt er die Wahrheit. Aber nur so konnte ich dein Vertrauen gewinnen. Jemand ist in Schwierigkeiten. Jemand, der mir nahesteht. Der uns beiden nahesteht. Ich kann dir nicht sagen, wer, aber ich muss ihn retten. Heute Nacht. Und dafür brauche ich deine Erfindung. Ah. Ich komme wieder. Versprochen. Und, Emmett? Du wirst ein großartiger Erfinder. Naja, zumindest war jetzt ehrlich. Das Gas bei etwa 8 halten. Ah jo. Ah jo. Was hätten wir? So grob im Ganzen. In Ordnung, Doc. Ich habe den Bohrer. Jetzt holen wir sie da raus. Na los, geh an. Jetzt bauen wir sich da durch, hoffentlich. Ach, das noch. Scheiße. Ach, das noch. Es ist zu spät. Zu spät? Aber Doc sollte nicht... Doc! Sie bringen ihn woanders hin, zu seiner eigenen Sicherheit. Oh, ich brauche einen Kommentar vom Polizeichef. Scheiße. Gefangenentransport entführt, Verdächtiger ermordet? Sie sind immer noch hinter ihm her. Aber wie soll ich ihn denn jetzt retten? Rette Doc, das ist jetzt eine gute Frage. Entsperrt, sie haben eine Trophäe verdient. Sehr gut, Marty braucht ein Fahrzeug, um den Gangsport einzuholen. Ednas Fahrer steht zur Verfügung, aber es ist viel zu langsam oder etwa nicht. Sammle ein, was vom Raketenbock übrig ist und schnalle es an den Ednas Rad. Na, habe die Ehre. Okay, dann werden wir das einmal einsammeln. Hm, wenigstens hat es das Raketenteil in einem Stück überstanden. Mhm. Dann werden wir es aufs... ...Ednas Rad anschnallen. Und jetzt beginnt sicher eine Verfolgungsjagd, die nicht geschmeidig ist. Ich komme, Doc. Yes, baby.
Yes. Baby. Ich habe ihn laut. Scheiß mich an. Ja, dein Big Nico. Sie sind noch in Gefahr, Doc. Ich muss sie da rausholen. Oh, was? Ich sagte, sie sind immer noch... Schon gut, schon gut. Hol mich hier raus. Wir reden später. Naja, warte mal. Du brauchst die Schlüssel auf den Armaturbrett. Du kommst nicht an die Schlüssel ran. Womit könntest du sie rächen? Wie wär's mit den Funkantenne? Das ist natürlich die Frage. Rechts oder links? Ah, das ist ja Blödsinn. Eine Funkantenne. Mhm. Warte mal, was haben wir da? Eigentlich, warte mal, was mache ich? Ist ein bisschen umständlich jetzt. Na, das will ich nicht. Zu weit sollte mir auch nicht vorbeugen. So, die Funkantenne haben wir. Womit könntest du einen lästigen loswerden? Womit könntest du einen lästigen Reservereifen loswerden? Interessant. Ein Montiereisen ist immer nützlich. Mhm. Okay. Eine ganz verrückte Idee. Benutze das Montiereisen für den Reifen. Na ja, warum nicht? Aber noch bei welchen Reifen? Achso, da ist er. Irgendwie putzig das Rad da. Ja, da will ich nicht. Ja, das ist ja da, ist jetzt ein bisschen. Mit der Steuerung natürlich. Wie war das jetzt? Aber warte mal, wie war das jetzt? Ein ganzer Verrückter benutzt das Matthias für den Reifen. Okay. Objekt benutzen. Na super. Zum nächsten. Benutze die Antenne, um die Schlüssel zu angeln, aber sehr vorsichtig. Das ist natürlich die Frage, wo die Schlüssel sind. Radkappe. Das ist jetzt natürlich die Frage, wo die Schlüssel sind. Was macht er da drin? Aha. Das ist immer eine gute Frage. Geht nicht, das Fenster ist zu. Das habe ich befürchtet. Okay. Jetzt mal da wieder zurück. Was ist die Antenne? Aber zuerst die Antenne. Ja, das werden wir sie jetzt die Schlüssel irgendwie angeln. Ja, da haben sie aber sehr vorsichtig. Die Chance kann nicht an die Schlüssel kommen. Bitte ihn abzulegen und benutze dann die Antenne für die Schlüssel. Okay.
Ich hole sie da raus, ich sehe die Schlüssel, aber ich komme nicht ran. Die Schlüssel sind auf dem Armaturenbrett, aber ich komme nicht ran. Du brauchst einen Reichweitenvergrößerer! Was? Einen Greifer! Keine Ahnung, was ich sehe. Kit, denen. Ich brauche eine Ablenkung. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Überlass das mir! Hey! Hey, Fahrer! Sie fahren viel zu... Jetzt müssen wir... Und wie Sie die Kurven nehmen! Wollen Sie mich umbringen? Mir gefällt nicht, wie Sie mit mir reden! Und dieser Sitz ist äußerst unbequem! Haben Sie ein Sitzkissen für mich? Hey, Fahrer! Ich rede mit Ihnen! Ignorieren Sie mich nicht! Du! Scheiße! Danke, Doc. Schätze mal, darum nennt man sie der Blitz. Woher wusstest du? Ich habe meine Quellen. Jetzt weiß er zwar, dass wir ihn haben. Aber wurscht. Egal, schauen wir mal. Aus dem Weg, Doc! Marty! Ach du heilige Scheiße! Wie läuft's da? Es bleibt, ja, geht so! Was müssen wir jetzt machen? Vorbei am Doktor zu fahren. Neben seinen anderen Talenten ist Marty auch ein Frischbemeister. Wirft er gegen die Waffe. Okay. Keine gute Idee, die Radkappe darauf zu werfen. Wie viel Schuss hat er in dem Ding? Aktivieren müssen wir es nochmal. Wo bist du? Frisbee. Ja. Au, das war's. Der Mistkerl. Aha. Könnte sich noch als nützlich erweisen. Ja, das ist richtig. Könnte wirklich noch was nützlich erweisen. Kugeln dank zu mehr als einem Zweck. Seine Handschellen zu schießen. Okay. Das werden wir jetzt. Ach du heilige Bimbam-Scheiße! Das war der Plan! Aha, das war aber nicht so ganz. Uns fällt nichts mehr ein. Vielleicht kann Doc helfen. Ach du heilige Bimbam-Scheiße! Doc! Was? Was haben Sie vor und nun? Was machen wir jetzt? Ich hatte gehofft, du wüsstest es! Was haben Sie vor? Weißt du, was jetzt... Tritt auf Gas, was haben Sie vor? Irgendeine Idee? Dutzende! Aber keine, die uns helfen würde! Was weißt du, was jetzt praktisch wäre? Warum konnte Ihr Jüngeres ich kein Hoverboard für uns bauen? Das wird erst in 84 Jahren erfunden werden! Tritt aufs Gas. Tritt aufs Gas! Scheiß mir an. Der Gashebel, Doc! Warum? Oh! Ach du heilige Scheiße! Ja, das ist einmal. Festhalten! Der fährt da voll in den Mist jetzt. Oh Scheiße! Und die sind da voll mit den Rallern unterwegs. Ja, Baby. No! Das war eine gelungene Flucht. Doc, sind Sie okay? Ah, das wäre sonst wie okay. Ich frage mich allerdings, welche bizarren Auswirkungen es auf die Zukunft haben wird, dass mein jüngeres Ich ein fliegendes Fahrrad erfunden hat. Er macht doch nichts. Wussten Sie, dass das passieren würde? Ich hatte einen Verdacht. Die Raketen sind...
Was machen wir jetzt? Wir reisen jetzt nach 1986 zurück, bevor unsere Interaktion mit der Vergangenheit eine unheilvolle Zukunft hervorbringen. Wo hast du Einstein gelassen? Ach, ja. Doc? Er ist doch nicht im Tierheim, oder? Nein, aber ich glaube, wir haben im Moment größere Probleme. Gütiger Gott! Scheiße! Das ist einmal das Ende von Episode 1. Es ist an der Zeit. Fortsetzung folgt. Ladies and Gentlemen. Wie gesagt, das ist einmal das Ende von Es ist an der Zeit. Episode 1. Und wir haben sogar eine Trophäe freigeschalten. Ein Fahrrad für zwei. Nein, das ist nicht die Demo-Version, das ist die Originalversion. Und es freut mich, dass ich jetzt in die Episode 2 gehen darf mit euch. In der nächsten Folge. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selbst begegnen. Hey, Leute. In Ordnung, McFly. Gehen wir zum Boss. Dann müsste Tennant von einem jungen Polizisten namens Danny Parker verhaftet werden. An Abenden wie diesen fürchte ich, dass nichts Hill Valley davor retten wird in Chaos und Korruption. Vorbei. Nichts ist vorbei, bis Kit Tennant sagt, dass es vorbei ist. Es folgt dem Spiel zurück in die Zukunft. Das Spiel schnappt Tennant. Das ist die Episode 2. Und es freut mich, dass wir auch die Episode 2 dann spielen werden. Ladies and Gentlemen, das war's. Das war Episode 1. Es ist an der Zeit. Ciao.